kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Returning New Balance. So, wir sind kurz vor der Felsenfestung und irgendwo da oben soll sich die ominöse Harpienkönigin, oder wie sie denn bezeichnet wurde in der letzten Folge, aufhalten. Also irgendein besonderer Harpienboss, den unbedingt der Jäger Gestad erledigt haben möchte. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Aber erst muss ich nochmal die Echsenmenschen hier ausschalten. Aber das geht ja glücklicherweise auch mit 2-3 Schuss mittlerweile. Das Ding ist eh zu weit weg. Achso, und ihr Licht, komm mal ran. Ah, da komme ich nicht ran. Ja, 2 Schuss reichen. Fall er bloß nicht runter. In der Luft weggemacht. So gehört sich das. Steingolem. Komm, wir machen nicht mal lieber einen Nahkampf hier. Die hauen wir jetzt ja auch gut weg. Da kann ich mir auch mal in Korinis diese Höhle anschauen mit den vielen Steingolems. Da war ich ja irgendwann mal am Anfang drin, aber da kam ich ja nicht weit. Und jetzt geht das. Aber wir können uns generell noch viele Ecken in Korinis angucken. Zum Beispiel auch diese ganze Küste, die ich erst vergessen habe, weil Xardas Turm in der Nähe. Einhandwaffen plus 1, nice. Da oben ist ein Echsenmensch. Shit. Nein. Au. Eigentlich. Das wäre gar nicht so verkehrt. Ich war ja völlig übereifrig. Ein Geschicklichkeit, nice. Das hast du verdient. Boah, ob ich die da oben auch treffe? Nice. Folterangst. Oh shit. Man macht hier fast einen Effekt. Thank you.
Irgendjemand hat da gerade was beschworen oder sonst irgendwas Böses getan. Das kenne ich schon. So, so. Und das hier? Das kenne ich schon. Das kennst du also auch schon. Das ist ja ein Ding. Ja, gammelige Belohnung. Ein Boss. Das war Team Rock. Denn der gute Team Rock hier. Jetzt Maron Malbar. Belia, ich habe verfluchte Waffen für dich. Mist, mir fehlt ein Belia-Karma. Um mir eine Belohnung abzuholen. Ach so. Ich muss hier auch noch plündern. Ein paar Geschicklichkeitspunkte mehr und dann kann ich die noch besser und effektiver töten. Das hast du verdient. Das war schon mies. Er fällt erstmal auf seine Nase und dann fliegt da noch ein Pfeil rein. Unschön. Warte mal, hatte ich nicht noch eben ein Stärke-Elixier bekommen? Fliegt noch eine Harp hier rum. Was ist denn diese Boss-Harp hier? Oh shit, was bist du? Das ist der Glork. Der Glork sieht ja richtig krass aus. Wo bin ich hier überhaupt gerade? Erwischt.
Das war schon ein heftiger Glork. Ach, da ist sie doch. Das muss es sein. Was macht die hier überhaupt? Die ist irgendwie voll verrückt. Ich spinnt richtig rum. Apienherz. Schutz vor Magie. Ihr Licht. Nervt nicht. Den hatte ich schon. War hier noch irgendwas? Tränke? Nichts. Gute alte Malba. Lass mir die Stiefel. Holy shit. Krasser Typ, der Malba. Gutes Zornschwert. Buch über das Waffenschärfen. Jetzt weiß ich, wie ich noch besser Waffen schärfen kann. Oh ja, 336 Schaden. Geiler Typ. Dieser Malba, dass er dieses Buch hatte. Und wir haben noch eine Rüstung bekommen. Erzbaron-Rüstung. 160 Stärke braucht ihr immer. Schade. Coole Sachen für einen Stärkecharakter. Nichts Neues. Nichts Neues? Achso, ja, das ist wirklich nichts Neues. Ja, nice. Also die Rüstung ist auch echt nicht schlecht, ne? Wenn ich so gucke, die ist besser als unsere. Das ist auch übrigens eine Sache, die ich wieder ganz vergessen habe, ne? Das wollte ich schon vor 100 Folgen gucken. Rüstungsherstellung. Habe ich schon wieder ganz aus den Augen verloren. Stirb endlich. Ah, da ist der Drache. Den kann ich aber sicherlich noch nicht verletzen. Und hier geht auch die Tür zu, wenn ich da reingehe wahrscheinlich. Ah, den Drachen. Ach komm, wir gehen mal kurz gucken. Wie viel Schaden der so macht. Okay, aber macht
Die Hälfte des Lebens. 50.000 Lebenspunkte. Kann er mich mit diesem Feueratem treffen? Nee. Doch. Die Drachenkämpfe werden auf jeden Fall spannend. Aber bis dahin werde ich wahrscheinlich auch noch viel, viel stärker, ne? Ist hier unten eigentlich was? Das ist ja auch so eine... eine Ecke, wo man was verstecken könnte eigentlich. Na gut, dann gehen wir mal zu unserem guten Freund. Mr. Gestad. Komme ich eigentlich von hier dahin? Ne, ich glaube nicht. Mal gucken, was er sagt. Ich habe deine Happy erledigt. Und ihr Herz, hast du es? Ja, aber nicht so schnell, mein Freund. Zuerst reden wir über meine Belohnung. Ich sehe, du bist kein Dummkopf. Welche Art der Belohnung bevorzugst du? Ich kann dir 1500 Goldstücke, einen magischen Trank oder eine gute Waffe anbieten. Also ich glaube nicht, dass die Waffe besser ist als meine. Ich nehme den Trank. Gib mir den Trank. Gut, hier, nimm es. Jetzt gib mir das Herz. Ja, hier, wir sind ehrlich. Natürlich, hier, nimm es. Sehr gut. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ist ein guter Trank. Kann man mal machen. Okay. Dann... würde ich sagen, wir gehen einmal zur Burg zurück. Da war ja noch irgendwo die Sache mit diesem Schlüssel fürs Lagerhaus, ne? Oder habe ich den mittlerweile? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wer könnte den denn haben? Hey du! Hey du! Ah, das ist jetzt schon wieder zig Folgen für mich her. Beziehungsweise viele Aufnahmetage. Irgendjemand hat doch irgendwas gesagt von, ich habe den Schlüssel verloren irgendwo. Irgendwas war da. Im Burghof oder so? War das nicht der Koch? Ich weiß das nicht mehr. Hier erfährt keiner was. Ingo hat den Schlüssel zum Lagerhaus der Paladine verloren, als er sein Konto verlassen hat, um frische Luft zu schnappen. Wenn ich den Schlüssel finde, würde ich ihn Ingo anbieten, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Tja, wo könnte der sein? Da unten, da komme ich ja her. Hey, du! Lernpunkte habe ich eigentlich. 44, krass. Naja, das kann ich ja gar nicht mehr aufmachen. Hey du! Weiß denn noch irgendjemand was darüber? Man müsste... warte mal. Lager. Innenraum des Lagerhauses. Innenraum des Lagerhauses müsste das denn nicht... hier die Tür sein? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also ich meine, ich könnte mich durch die Wand glitschen, ne?
Hey. Ich schätze mal, irgendjemand hat den Schlüssel gefunden. Oder? Hier war ich eigentlich überall. Wer hatte denn sonst diesen Schlüssel? War das nicht diese... Hatte sonst nicht dieser Typ den Schlüssel dafür? Der hier? Hm, nein. Hey, du! Ob auf dem Dach irgendwo was ist? Ich weiß nicht, warum da was sein sollte, aber... Ach, guck mal. Mein Irrlicht kam da einfach rein jetzt. Nein! Oh, wir kriegen ja gar keinen Schaden. Oder verstehe ich gerade wieder irgendwas hier falsch? Ich meine doch... Enos wird uns beistehen. Ich glaube, ich habe Parsival oder so den Schlüssel geklaut. Ich meine, da war irgendwas. Aber hier hatte ich schon alles. Da oben war ja auch noch Gomez. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Vielleicht weiß der ja noch irgendwas. Habe ich schon mit dem zu Ende gesprochen? Er hat ja auch noch eine Truhe hier. Was wirst du jetzt unternehmen? Für mich gibt es hier keinen Ausweg. Das Meer an Blut, welches ich einst vergossen habe, hält mich an diesem Platz gefangen. Es ist schon komisch. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Verfluchter meiner eigenen Festung werde. Ich mache ihm Schaden. Vielleicht könnte man ihn ja wirklich so töten. Wenn man sich permanent gegenhält. Ich finde, diese Innenräume sind schon cool dekoriert hier mit den ganzen Bildern. Und Möbeln und so. Das macht schon was her. Ja, als er die frische Luft schnappen wollte, oder ist das irgendwie ein Bug? Das kann natürlich auch sein, ne, dass es ein Bug ist. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwas vergessen habe. Naja, vielleicht klärt sich das später noch. Brauchbare Informationen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück nach Corinus. Machen wir das. Aber erstmal gehe ich pennen. Was sagt denn die Uhr jetzt überhaupt? 19 Uhr. Naja, gehen wir mal rüber. Gucken mal, was dann Sache ist. Alles klar? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Na dann. Mach das mal.
Wir waren jetzt schon lange im Minental. Wobei, will ich hier durch die Goldmine gehen? Der andere Weg könnte übel sein. Goldvorkommen vergessen. Und dann war es vielleicht doch sehr wichtig und gut, dass ich hier durchgegangen bin. Aber hier ging es lang. Hier richtig? Ich glaube schon. Akt 3. Der Preis des Verrats. Neues. Kapitel 3 ist da. Bin ich jetzt hier oben? Bis Taches. Ich könnte die Orks da vorne auch noch töten. Aber das kann ich auch machen, wenn ich wieder ins Minental gehe. Was ist das denn? Ich mach dich fertig! Verrückter Soldat? Warum bist du so stark? Wieso ist der so krass? Toll, dieser Trank hat nichts gebracht. Was ist das denn für ein krasser Typ? Der ist ja heftiger als, naja, irgendwie jeder Gegner im Winter. Also gegen Bogenschaden ist er nicht so gut. Das war kein Treffer. Lass mir die Speicher. Das war ein Boss. Krasser Speer. 300 Schaden. Dunkler Boot. Hallo? Wir treffen uns also endlich, Held. Und wer bist du? Ein weiterer Diener Belias, den er geschickt hat, um mich aufzuhalten. Mein Name wird dir nichts sagen. Aber ich habe einen Vorschlag für dich. Ich hoffe, du hörst ihn dir an, bevor du versuchst, mich zu töten. Dann spuck's schon aus. Ich will diese Sache hier schnell beenden. Ich komme mit einem Angebot von meinem Meister. Er sieht in dir eine gewaltige Kraft, die das Schicksal der Welt für immer ändern kann. Im Moment kämpfst du auf der Seite seines Bruders. Stell dir selber die Frage, ist es das wirklich wert? Was hat dieser Gott wirklich hier für dich getan? Und was hat er dir hier belohnt für deine treuen Dienste? Ich bin mir sicher, er denkt darüber nicht einmal nach, wer du ständig dein Leben für ihn riskierst. Mein Meister könnte dir mehr bieten als nur leere Worte eines wütenden Heuchlers. Du könntest alles haben. Wissen. Macht. Reichtum, der deine kühnsten Vorstellungen übertrifft. Er wird dich nicht betrügen. Nun, was sagst du? Ich bin ein dunkler Krieger. Das wissen wir. Viele der dunklen Krieger sind sehr launisch und wollen niemandem dienen. So ist es. Ich diene niemandem. Wir alle dienen jemandem.
Also was ist deine Antwort? Ich sage, es ist Zeit für dich zu sterben. Wie du meinst. Aber denk daran, du hast dein Schicksal selbst gewählt. Schade, dass ich mich nicht für Belia entscheiden kann. Ich hätte mich echt gefreut. Das wäre mal ein riesen Plot-Twist gewesen. Oh Gott. Hallo Lester. Was geht? Hey, endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Oh, danke. Warte mal. Du siehst nicht gerade fit aus. Diese Kopfschmerzen wollen einfach nicht aufhören. Da braut sich was zusammen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Ja, jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt direkt zu Xardas oder schaue ich mich hier um? Ich will mal gucken, wie stark so ein Suchender ist. Gegen meinen Bogen. Oh, das dachte ich mir, 2 Schuss. Ich krieg minus Belia-Karma, Mann. Was soll das denn? Ja, komm, wir schauen uns das später um. Gehen wir zu Xardas. Ich bin wieder da, Papa. Es geht. Ich habe merkwürdige Dinge am Eingang zum Tempel des Schläfers entdeckt. Auch Geister und einen Tunnel, der ins Innere des Berges zu führen scheint. Der ist aber durch Felsbrocken versperrt. Du kommst gerade rechtzeitig, denn ich habe soeben die Antwort auf diese Frage gefunden. Dieser Tunnel führt zweifellos zum Tempel des Schläfers. Die Orks schlugen sich gleich nach dem Fall der Barriere dorthin durch und beseitigten sämtliche Trümmer. Dann allerdings haben sie den Ort fluchtartig verlassen und den Eingang verriegelt. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, weshalb. Nach einiger Zeit erkannte ich darin einen weiteren bösen Scherz Belias. Es amüsiert ihn wohl sehr, wenn sich seine Diener gegenseitig umbringen, nur um zu beweisen, wer seinem Herrn am besten dient. Wie es aussieht, werden wir es mit einem weiteren mächtigen Gegner zu tun bekommen. Na, wer ist es denn diesmal? Xeris? Aus Xeris Rückkehr? Ist er jetzt auch hier? Von wem sprichst du? Woher soll ich wissen, wer das ist? Einer von Belias Auserwählten, nehme ich an. Und ich glaube nicht, dass er in seiner Kraft den Drachen nachsteht. Belia würde nie jemanden bevorzugen, der machtlos und schwach ist. Der Tempel ist eine wahre Brutstätte für solche Geschöpfe. Die dämonische Aura dieses verfluchten Ortes verleiht diesem Wesen noch mehr Kräfte, als es jetzt schon hat. Allem Anschein nach waren die Orks nicht in der Lage, diesem Bösen zu widerstehen. Zudem haben sie ihn, indem sie die Trümmer entfernten, von einer weiteren Sorge befreit. Die Orkgeister, die du am Eingang gesehen hast, stellen eine hervorragende Abschreckung für all jene dar, die seine Ruhe stören wollen. Du wirst dich noch einmal dorthin begeben müssen, um herauszufinden, was für eine böse Macht sich dort verbirgt. Wie gelange ich in den Tempel des Schläfers? Neben den Felsbrocken gibt es keine Spur eines Hebels oder Schalters. Die Orks haben die Felsbrocken höchstwahrscheinlich mit einem komplizierten Zauber belegt, sodass sich der Tunnel nicht so einfach öffnen lässt. Ich fürchte, ich kann dir dabei nicht helfen. Du wirst es alleine herausfinden müssen. Ich bin überzeugt, dass nur die Orks selber die Antwort auf diese Frage wissen. Naja, das hilft mir sehr. Ich würde dich gerne etwas fragen. Komm mit deinen Fragen morgen wieder. Ich bin müde und möchte mich entspannen. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich bin zurück aus dem Minental. Das wurde auch Zeit. Was hast du gesehen? Du hattest recht. Das Land wurde überschwemmt von einer ganzen Armee des Feindes. Orks belagern die Burg und Drachen haben ganze Landstriche verwüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Corinnes angreifen. Lester sagte, du wolltest mich sofort sehen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit hier passiert? Der Feind hat erfahren, wer du wirklich bist und dass du das Auge Innos in deinen Besitz bringen willst. Er hat die Bedrohung erkannt. Er sah sich gezwungen, aus seiner Deckung hervorzutreten und offen anzugreifen. Das Versteckspiel hat ein Ende. Während gestern noch nicht klar war, wie der Angriff des Gegners aussehen würde, kann man es jetzt kaum noch übersehen. Ich habe endlich den Beweis, den Lord Hagen von mir verlangt hat.
Was für ein Beweis ist das? Ich habe einen Brief von Garond, dem Kommandanten der Paladine im Minental, erhalten. Darin fordert er Verstärkung an. Das sollte diesen militanten Feldherrn überzeugen. Gut gemacht. Was ist jetzt der nächste Schritt? Geh und bringe Lord Hagen den Brief von Garond, damit er dir den Zugang zum Auge Innos gewährt. Dann begib dich ins Kloster und sprich mit Pyroka. Er muss dir das Auge aushändigen. Es gibt nichts Wichtigeres, als das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Geh jetzt, bevor es zu spät ist. Der Feind wird ebenfalls versuchen, sich dessen zu bemächtigen. Ich habe einige Ingredienzien, die du brauchst. Hervorragend. Lass mich einen Blick auf sie werfen. Ich glaube, ich kann alles verkaufen, oder? Oder? Ich wüsste nicht, wofür ich das brauche. Oh, Ektoplasma ist schon selten. Verkauf mal das Fleisch der Untoten einfach. Skelettknochen. Rest behalte ich. Dämonenherzen und so habe ich auch. Ah, die behalte ich auch erstmal. Und Lester lag da gerade schon wieder fröhlich im Bett. So, so. Wen haben wir denn hier? Dagut hat mir viel über dich erzählt. Also, bist du ein Wächter? Dann habe ich dich endlich gefunden. Ich dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens nach dir suchen. Es ist nicht nötig, so schnell zu verzweifeln. Du konntest mich einfach nicht übersehen, glaub mir. Alles braucht seine Zeit. Und die Zeit unserer Begegnung ist nun gekommen. Also sprich, was ist dein Begehr? Ich bin hier, um deine Zustimmung zu erbitten, mich als Adept in den Kreis der Wächter aufzunehmen, Meister. Dann weißt du sicher auch, dass du eine Bedingung erfüllen musst, bevor ich sie dir gewähren kann. Ja, Meister. Ich muss zuerst eine Prüfung bestehen. Gut, dann lass uns keine Zeit verlieren. Bist du bereit, die Prüfung anzugehen? Ja, Meister. Ich bin soweit. Gut. Ich, Morius, zweiter Wächter des Gottes Binja und achter Wächter der heiligen Hallen von Vakya, erlege dir nun deinen zweiten Test auf. Die Tatsache, dass Lucian tot ist, ist gut. Aber unsere Handlungen haben den Zorn des finsteren Gottes auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, war dieser Dämon einer seiner Günstlinge. Binja hat es nicht gern, wenn man sich an seinen Geschöpfen vergreift oder wenn es jemand wagt, sich ihm seine Kreaturen zu stellen. Wir Wächter können dies natürlich nicht zulassen und wissen nur zu gut, wie man die Wut des dunklen Gottes bändigt. Ein Seelensammler des finsteren Gottes. Deshalb war Binja so erzürnt, als Lucian vernichtet wurde. Er braucht diese Seele. Und wie bringen wir sie wieder zurück? Auf den ersten Blick ist es ganz einfach. Im Kloster der Feuermagier gibt es ein Buch, in dem eine Methode aufgezeigt wird, wie man einem Herzen die Seele entziehen kann. Du musst dieses Buch finden und alles so durchführen, wie darin geschrieben steht. Danach musst du dich zum nächsten Altar begeben und... um Binja gnädig zu stimmen. Hier, nimm das Herz. Und gib gut darauf Acht. Und noch etwas, vergiss nicht den Ring, den du von Dagut erhalten hast. Denke immer daran, dass Binja selbst zu jenen tückisch und grausam ist, die ihm dienen. Jetzt geh. Erfülle alles, was ich dir aufgetragen habe, zu meiner Zufriedenheit. Und du erhältst meine Zustimmung. Ja, ich muss sagen, diese Typis habe ich schon ganz vergessen. Also. Dunkler Meister. Kannst du dich auch teleportieren? Oh, der kann sich auch teleportieren. Ein schlechtes Gewissen, wenn ich die töte. Bilja mag das gar nicht.
Der arme Belia. Was geht hier denn ab? Vagon Goblin? Klingt nach so einer Märchengeschichte. Es lebte einmal ein Wag. Ja, hier könnten wir auch noch hingehen. Boah, was soll ich das jetzt machen oder soll ich das irgendwann später machen? Stirb endlich. Komm, vielleicht gucken wir mal hier. Das sollte eigentlich ein Kinderspiel sein hier bei diesen ganzen einfachen Viechern. Ich denke, in diesem Wald ist nichts, was man in irgendeiner Form das Wasser reichen kann. Schätze ich jetzt einfach mal. Das sollte ja auch ratzfatz gehen. Wer weiß, vielleicht habe ich ja hier noch irgendwas übersehen. Irgendwas Schönes. Ein NPC oder so. Krass, ich habe dieses Gebiet einfach völlig aus den Augen verloren. Auf jeden Fall kann ich dann im Jägerlager diese ganzen Tiertrophäen und so verkaufen. Und da können wir alles gegen Essenzen eintauschen und dann ja, Werte hochpushen bis zum geht nicht mehr. Oh, Troll gibt's ja auch noch. Da können wir dann später zurückgehen. Ah, es sieht schon schön hier aus, ne? Wobei ich glaube, zu diesen Inseln da vorne kann ich gar nicht hin. Da, wo diese Tannen wachsen. Oh, da ist ein Boss, oder? Vielleicht ist es auch nur ein normaler Schattenläufer. Ah, nee, ich glaube, das sind normale Schattenläufer. Oder? Nee, das sind diese... Ah, diese Mugen sind das. Ist hier noch irgendwas? Scavenger. Ich hab endlich. Frag mich, wo dieser Weg endet. Das hast du verdient. Ob da irgendwas Cooles ist? Wir könnten jetzt übrigens auch noch zurück in die Wüste gehen und da weitermachen, ne? Aber man hat jetzt so viele Möglichkeiten. Teilweise schon zu viele für meinen Geschmack.
Diesen Türmchen da vorne kann man auch noch vorbeischauen. Das sehe, ist es bisher gar nicht schlimm, dass ich jetzt erst hier hingehe, weil hier scheint außer Viecher sich viele Sachen zu sein. Nur Viecher sind, dann ist das aber auch ein bisschen schade. Na klar ist dieses Gebiet dann schön. Aber dann fragt man sich am Ende doch, warum ist es denn überhaupt da? Weil das Spiel hat ja mehr als genug Content. Also die Wüste ist mir auch schon zu groß einfach. Ne? Normale Schattenläufer? Nimm das. Weil wenn Returning eine Sache nicht braucht, dann ist es ja weitere leere Gebiete. Die Wüste war da schon mehr als genug. Spitzhacke. Ach shit, falschen Trank. Egal. Entschuldigung, Scavenger, kannst du bitte sterben? Hier kommen jetzt die ein wenig gefährlicheren Gegner. Na komm doch her. War ich noch was? Jo. Yeah.
Ist das ein Typ Banditen hier? Hier etwa ein Banditencamp. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Geht's denn hier hin? Hier ins Minental oder was? Und wenn ja, wo kommt man denn da raus? Hier ist noch ein Anführer. Hannibal. Anscheinend war das dann der, letzte Schlüssel, der mir noch gefehlt hat. Der letzte Schlüssel, der letzte Banditenanführer. Wenn wir die wegrasieren. Aber gar keine Chance mehr. Absoluter Killer. Jetzt kannst du was erleben. Wenn ich das so mit dem Anfang vergleiche, wo man so schwer hatte gegen die Banditen und jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Sekunden ist eine ganze Banditenbande tot. Ja, das war's wohl mit dem Gebiet. Dann gehen wir jetzt noch zum Türmchen da vorne. Gucken, was da noch so ist. Schauen wir mal. Dode sind hier. Sagen eigentlich die Schadenspunkte. Schon wieder fast 1 Million. Uiuiuiuiui. Ich brauche Essenzen. Ein Geist. Ne, 2 Geist. Drei Geists. Also die Geister sind noch krass. Geist ist darunter gestürzt. Was hast du davon? Das ist echt schon krass, dass die noch so viel aushalten.
Wir haben ja sogar eine Waffe, die gut gegen Geister ist. So, was haben wir denn hier oben? Wer wohnt denn hier? Dunkler Magier. Auf jeden Fall die stärkeren Untoten. Also dieser Turm ist dann doch für später. Da sind wir jetzt genau richtig hier. Doch. Sache, der Magier, der feine Herr, interessiert sich wieder gar nicht dafür, was hier passiert. Nimm das. Oh shit, das ist ein... Das ist ja ein Boss. Sehr guter Arion. Wechseln mit Varion. Komm schon. Nur ein bisschen regenerieren. Ups. Kommen gleich nochmal wieder, glaube ich. Oder wir machen den mit dem Bogen. Schießt schneller als ich. Oh, der ist ja voll krass. Der hat seine ganzen eigenen Skelette umgemietet. Ist krasser als der Typ aus der Wüste, ne? Wie scheint. Nein! Vielleicht muss ich... Wie hat mir das gerade... Hat mir das gerade Schaden gemacht? Suppe mal trinke. Und geht nicht mehr. Ich glaube, ich gehe jetzt im Nahkampf. Guck einfach mal, ob das klappt. Okay, ich habe mir schon gut Damage gemacht. Lass mir die Spielchen. Nimm das. Die eigentliche Frage ist, warum ich nicht... Mann, mir fehlen noch zwei blöde... Junge. Dieser Damage, den er macht.
Krass. Krasser Typ. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so ein Gegner lauert. Hätte ich nicht gedacht. Sie hat ja anscheinend noch einige Asse im Ärmel. Dieser scheiß Zauber, ne? Hat der gerade Geister beschworen? Absolut keinen Sinn gemacht gerade. Hä, wie bin ich denn jetzt gestorben? Hä? Erstmal hat der Geist mich getroffen, obwohl er mich nicht getroffen hat, und dann sterbe ich einfach, oder was? Hat der so eine krasse Reichweite, dass der mich immer treffen kann, oder was? Selbst wenn er den Zauber von da hinten irgendwo wirkt? Wegproblem. Oder wie darf ich das verstehen? Mich raten, der hat jetzt wieder volle Leben. Inventar, spinn doch jetzt nicht rum. Diesen Zauber nicht. So ist er jetzt zweimal da. Ich kann ja alles. Und hat er sich so richtig regeneriert gerade? Ne, der ist dreimal da. Oder hat er sich jetzt aufgeteilt? Das hast du verdient. Das ist der merkwürdigste Kampf überhaupt gerade. Aber man merkt ihn sich nicht, weil er geil ist, sondern weil er einfach merkwürdig ist. Naja, er geht langsam down. Er hat sich jetzt verheddert. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Er hat mich so viele Tränke und Tode jetzt schon wieder gekostet. Das hast du verdient. Drei Lernpunkte, die waren auch bitter nötig. Der Cheese hat mal wieder gewonnen. 20 Intelligenz. Ich verstehe nicht, warum das scheiß Irrlicht. Weißt du was, verziehe ich Irrlicht. Wenn ich hier gerade drin gucke, dann muss das immer das Inventar abbrechen. Ich kann es aber nicht lesen.
Junge, Junge, Junge. Das war aber, glaube ich, bis jetzt der härteste Gegner. Von allen. Eine Gothic 3 Truhe. Nicht du. Was haben wir denn hier? Gold, Feuerregen. Snappertrank. Wäre das nicht schon? Jetzt wäre es ja neu. Da oben scheint nichts zu sein. Komisch, dass noch nie jemand über diesen Magier gesprochen hat, wenn der hier haust. Hätte man ja einen auch warnen können. Geh nicht in den Wald. Da haust nämlich ein böser Zauberer. So, was gibt's denn hier noch? Ach krass, das ist hier. Ah, okay. Anscheinend gibt's hier da nur einen Weg hin. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so ein krasser Typ wohnt. So, wir haben jetzt 53 Lernpunkte. Junge, Junge, Junge. Ich kann sie sehen lassen. Wie viel Geld haben wir? 20.000? Ich glaube, ich tausche mal sehr viel gegen Schadenspunkte ein. Schon wieder ein dunkler Meister. Ich komme gerade von deinem. Du Anfänger. Ohne Witz, du Anfänger. Wie respektlos einfach. Einfach ein dunkler Meister und dann nennt ihn der Held einfach du Anfänger. Enos! So, jetzt haben wir erstmal genug. Was lernen wir denn jetzt mal Schönes? Also Bogen und Dings mache ich vielleicht... Ich glaube, ich gehe einfach weiter auf Leben. Oh. Leben, Leben und nochmal Leben. Gab es irgendwas Neues in den letzten Tagen? Geh doch einfach mal den Feldweg zur Stadt entlang. Wenn du einem Kerl mit einer schwarzen Kutte begegnest, dann weißt du, was es Neues gibt. Sind die schwarzen Männer schon bei dir gewesen? Ja, sie sind schon einige Tage hier. Wenn du mich fragst, kommen sie direkt aus der Hölle. Wie geht's deinen Schafen? Als ob dich das interessieren würde. Du hast ganz andere Probleme. Meine Probleme? Was weißt du denn schon davon? Du riskierst eine ganz schön dicke Lippe, Freundchen. Du kannst doch auch nur große Reden schwingen. Am besten, du verschwindest wieder. Hey, ich habe gerade den bösen Magier am Turm getötet. Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Dieses Gespräch ist so dumm, ne? Weißt du, der Held sagt, wie geht's deinen Schafen? Klar, so, er meint's vielleicht auch nett. Und dann, weiß ich nicht, dieses meine Probleme, was weißt du schon davon, das ist irgendwie so auch so dumm, dieser Satz. Natürlich weiß er nichts von seinem Problem, woher auch. Hey, du. Ja, okay, ich kann die Reaktion vom Helden auch so ein bisschen verstehen. Er wollte ja nur nett fragen. Aber man kann irgendwie Marlet auch verstehen. Weißt du, da kommt so ein Typ mit so einem Bärenhelm und fragt dich, wie es deinen Schafen geht. Da denkst du dir doch auch erstmal, was willst du da von mir? Wie geht's deinem Hof? Es ist nicht mehr auszuhalten.
Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Kurze Zeit später ist meine Frau wieder todkrank geworden. Sie liegt die meiste Zeit im Bett. Das hatte sie schon öfter. Ich drehe hier noch durch. Hast du mit den schwarzen Männern gesprochen? Sicher. Das ließ sich ja gar nicht verhindern. Ich glaube, sie suchen jemanden. Warum unternimmst du nichts gegen die schwarzen Männer? Würde ich ja liebend gerne tun, aber ich habe gesehen, wie sie einen Stadtbewohner bei lebendigem Leib verbrannt haben. Einfach so. Puh, wozu soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Warum gehst du mit deiner Frau nicht zum Heiler? Dazu müssten wir zu Vatras in die Stadt gehen. Aber ich gehe hier keinen Meter von meinem Hof, solange hier so ein Chaos herrscht. Ah. Verstehe ich. Okay, keine Dialogoption? Ich dachte eigentlich, man kann sie auch noch fragen, wie es ihr geht. Und, wie sieht's bei dir aus? Überall stehen diese schwarzen Mistkerle. Man sollte ihnen die Kapuzen in den Rachen stopfen. Die erkennt man jetzt auch noch besser, die Suchenden, weil die jetzt immer ihr schönes leuchtendes Stäbchen auf dem Rücken haben, ne? Was guckst du mich so an? Hä? Was ist? Weitergehen. Dachte ich mir. Oh, jetzt kriegen wir erstmal Anschluss von Bossbar. Diego wollte auch mit uns quatschen, aber ich will erstmal mit Bossbar reden. Warte mal kurz. Ich hab da was für dich. Interessant, und was? Du hast mir in letzter Zeit viel geholfen. Außerdem bist du ein verdammt guter Jäger geworden. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er ist für mein altes Warenlager. Du wirst dort sicherlich einige nützliche Sachen finden. Nimm dir, was du willst. Mehr kann ich dir als Dank nicht geben. Ich danke, Meister. Voll nett, danke. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ich brauche neue Felle. Hast du welche dabei? Und da ist der Dank wieder verflogen. Ich habe hier ein paar Goblin-Schläger bei mir. Dann lass mal sehen, wie viele du hast. Sehr gut, ich nehme sie alle. Hier sind deine Pfeile. Ja, als ob ich nur so wenig dabei hatte. Welche Bögen kann ich von dir lernen? Schau es dir selber an. Kann ich umsonst lernen, ohne Lernpunkte kosten? Warum habe ich das eigentlich nie gemacht? Da bist du. Da bist du. Welche Bögen kann ich von dir lernen? Schau es dir selber an. Gut, jetzt weißt du, wie man diesen Bogen hier stellen kann. Ich hoffe, du hast Erfolg. Welche Bögen kann ich von dir lernen? Schau es dir selber an. Gut, jetzt weißt du, wie man diesen Bogen herstellen kann. Ich hoffe, du hast Erfolg. Welche Bögen kann ich von dir lernen? Schau es dir selber an. Gut, jetzt weißt du, wie man diesen Bogen herstellen kann. Ich hoffe, du hast Erfolg. Was Besseres kannst du mir nicht beibringen, Albert? Ich habe hier ein paar Felle für dich. Gut. Gib her! Hasenfell, Schafsfell, Wagfell. Davon können wir auf jeden Fall mal 175 weg. Schattenläuferfell, Trollfell. Ach komm. Können auch 25 mindestens weg. Schattenläuferfell können auch 10 weg. Reptilienhaut. Haben wir noch viel? Sonst haben wir gar nicht so viel eigentlich. Keilerfell können wir noch ein paar wegmachen. Da bist du ja wieder. Und übrigens, was schon seit Jahrhunderten überfällig ist. Zeig mir deine Ware. Hier oben, ne? Da. Da ist das Schneidemesser. Das ist eine Waffe, warum auch immer.
Das habe ich gebraucht. Jagd und Beute? 1000? Warum kostet das so viel? Bringt das noch jemand? Muss ich mal speichern und gucken. Da bist du ja wieder. Zeig mir deine Ware. Interessant. Ach, das ist dieses aus Gothic 1, dieses Buch, ne? Oder? Ich glaube. Ja, auf jeden Fall kenne ich das. So. Ah, hier kann ich die Sehnen machen für die Bögen, ne? Okay. Sonstiges, Rüstung, Schmieden, Wolfsfellrüstung. Wie gut ist die denn? Wolffell. Boah, die ist sogar besser und ich habe die ganze Zeit nicht gemacht. Die gibt sogar Bonus auf Lebensenergie und Widerstandskraft. Erledigt. So dumm, ne? Hätte ich ganze Zeit schon machen können. Das ist ja auch eine... Ja. Hätte, hätte. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das könnten wir lernen. Ich möchte meine Juwelen Schmiedefähigkeiten verbessern. Gut. Ich denke, du bist so weit zu lernen, wie man Goldschmuckstücke herstellt. Alles, was du brauchst, sind ein Goldbarren und zwei Stück Schwefel, Pech und Kohle. Der Rest ist genau wie bei den Eisenrinnen. Übe viel und du wirst Erfolg haben. Zeig mir deine Ware. Seit die Söldner den Paladin Lothar umgebracht haben, sind die Kontrollen der Paladine noch schärfer geworden. Ich hoffe, dass sich das legen wird, sobald sie den Mörder gehängt haben. Was können wir denn so Cooles herstellen? Gold. Ja, das ist gut. Also, ein Schutzring ist schon nicht schlecht. Mach mal so einen. Erledigt. Das ist, glaube ich, genauso einer, wie wir hier gerade anhaben. Ich glaube, dann ziehe ich wirklich den aus. Zieh den an. Ich glaube, das machen wir. Gut, dass du kommst. Du musst mir helfen. Worum geht's? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Ich werde dir helfen. Gut. Pass auf. Ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und jetzt brauche ich dringend dieses Gold. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen und mir mein Gold holen. Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz. Oberhalb der verlassenen Mine. Es ist in einem Lederbeutel. Spar dir deinen Kommentar.
Ich weiß selber, dass wir praktisch dran vorbeigelaufen sind. Bring mir einfach den Beutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Tu es einfach. Das reicht mir schon. Eins noch. Mal ehrlich. Wo hast du die Goldbrocken wirklich gefunden? Nun gut. Warum auch nicht? Ich fand sie ganz in der Nähe. Was glaubst du, was das für eine Schinderei in den Stollen war? Ich habe diesen Ort zufällig entdeckt. Es ist ein Teil der verlassenen Mine, der wegen der Suche nach dem magischen Erz vergessen wurde. Er hat einen separaten Zugang. Du kletterst auf die Hochebene direkt über den Stollen, der dich nach Corinis führt. Der Eingang ist dann links. War das nicht da, wo die ganzen Untoten drin waren? Wir laufen die Geschäfte. Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Corinis in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hättest mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Okay. Konnte ich eigentlich noch irgendwas Cooles machen? Oh, was auch noch überfällig ist, was ich machen muss, diesen Bürger bestehen und die ganzen Steintafeln lesen. Teil seiner Macht und seinem Reiche zu belassen, auf dass er sie dem Menschen wieder. Und Enos in seiner Weisheit tat es. Neues. Alter, so viele Lebenspunkte haben wir jetzt. 3100. Krass. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Ich werde deine magische Kraft steigern. Danke. Lobards Frau Hilda ist krank. Was denn? Schon wieder? Ja. Die gute Frau sollte ein bisschen mehr Acht auf sich geben. Ein harter Winter und sie weilt nicht mehr bei uns. Na schön. Ich werde ihr ein fiebersenkendes Mittel geben. Ach, weißt du, da du gerade schon mal da bist, kannst du es ihr auch vorbeibringen. Sicher, ich habe eh nichts zu tun. So, haben wir eigentlich... Glaubst du wirklich daran? Ich lässt einen Bogen aus Zufall haben wir nicht gefunden. Ja, jetzt 3000 Lebenspunkte, echt nice. Ach, der Kurier, der liegt hier noch. Ich habe deine Medizin. Wirklich? Wir brauchen Menschen wie dich in unserer Gemeinde. Ich danke dir. Ich hoffe, dass diese paar Münzen angemessen sind. Boah, es geht schon. Ach so. Was wir jetzt auch mal machen ist... unserem Chef hier. Hast du was Neues? Ist die wohl besser als meine? Verkaufe Seelenschnitter? Was ist denn Seelenschnitter? Speichere ich mal. Ach so, nee, ich kaufe das bei ihm. Verkauf mir einen Sehenschnitter. Gut, gut. Hier hast du ihn, der Paladin. Herr Paladin? Was ist das denn für ein Scheiß? Oh nee, das möchte ich nicht. Und die Rüstung, ob die besser ist? Verkauf mir die Rüstung eines dunklen Ritters. Hier, nimm es. Die sieht sogar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Aber sie ist leider viel schlechter als das, was ich habe.
Komisch, dass mit diesem Typen so wenig los ist hier, ne? Hätte ich irgendwie mehr erwartet. Warte mal. Zeig mir deine Waren. Hat so irgendwas? Exil des Geistes. Tja. Belia. Ich habe verfluchte Waffen für dich. So. Verleih mir Stärke. Wieso habe ich jetzt Stärke gelernt? Ich wollte Geschick. Ich bin so dumm. Verklickt. War doch echt der Ladetag hier. Belia. Ich habe verfluchte Waffen für dich. Geschick. Verleih mir Geschicklichkeit. Danke. Na, was hast du eigentlich, Belia? Okay, dann, wieso können wir Diego nicht einfach Geld geben eigentlich? Wenn man jetzt einfach zu Diego sagen würde, hey, ja, so 5000. Ich hole mir deinen Geldbeutel später. Warum geht das nicht? Achso, habe ich eigentlich noch was Schönes für dich hier? Rainer? Ich habe eine seltene Waffe. Sehr gut. Dann zeig mal her. Alt. Liebenspeer? Junge, wie viele Sachen wir haben. Ja, wie heißt nochmal meine Waffe? Ist nur wichtig, dass ich die nicht verkaufe. Also mein Bogen heißt Heiliger Bote und meine Waffe heißt Strahlender Mondschein. Ich habe eine seltene Waffe. Sehr gut. Ja. Hauptsache legendäre Waffe, seltene Waffe, alter benutzter Speer. Ja, irgendwie scheine ich die ganzen Sachen ja nicht zu brauchen, oder? Löwenzahn, Kobraschlag. Das können auch weg, das war nicht so gut. Die beiden behalte ich mal, aber die beiden können weg. Und den Heiligen Hammer der Templer, das war, glaube ich, eine Questwaffe. Keine Ahnung, ob ich die Quest jemals lösen kann, aber behalte ich erstmal. So, was geht eigentlich bei dir? Händlergilde und so. Ich habe besondere Snapperkrallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Hier ist der Ring, den ich dir versprochen habe. Hast du noch eine weitere Aufgabe? Ich brauche wirklich deine Hilfe, aber dieses Mal ist die Angelegenheit unkomplizierter. Einer meiner Stammkunden hat mir den Auftrag erteilt, ihm einige sehr seltene Dinge zu besorgen. Genauer gesagt handelt es sich dabei um 3 Gegenstände und ich möchte, dass du sofort mit der Suche danach beginnst. Warum ich? Weil du ein Mann bist, der nie lange an ein und demselben Platz verweilt. Sage ich doch, und für diese Suche brauche ich genauso einen Mann. Denn es wird nicht leicht sein, sie zu finden. Das kannst du mir glauben. Was sind das für Gegenstände? Es geht um 3 sehr kostbare Innos-Statuetten, die aus schwarzem Nordmara-Marmor gefertigt wurden. Ich kann dir sagen, dass dieses Material äußerst wertvoll ist, denn man kommt nur sehr schwer daran. Und wenn man diesem Material noch eine schöne und elegante Form verleiht wie ZB bei den genannten 3 Statuetten, beträgt der Preis ein kleines Vermögen. Und dein Kunde ist bereit, so viel dafür zu bezahlen? Ja, es ist eine gewaltige Summe. Deshalb ist diese Bestellung auch so wichtig für uns. Ich verstehe. Und wo soll ich mit meiner Suche beginnen? Soweit mir bekannt ist, wurden die Statuetten vor einigen Jahren ins Minental gebracht, als Zahlung an die Erzbarone für eine große Ladung magischen Erzes. Aber anscheinend war einer der Barone ein richtiger Kunstliebhaber, wenn er von König Robert ausgerechnet dies als Bezahlung forderte. Doch damals war das magische Erz weit wichtiger für den König als irgendwelche teuren Spielzeuge. Denn nur damit konnten seine Paladine den Orkhorden standhalten. Deshalb hat er dem Handel auch ohne groß nachzudenken zugestimmt. Das glaube ich zumindest. Ich verstehe. Und du denkst, dass die Statuetten sich immer noch im Minental befinden?
Wahrscheinlich. Zumindest hat nach dem Fall der Barriere niemand wieder etwas von ihnen gehört. Aber bedenke, ich benötige unbedingt alle drei Statuetten. Komm also erst dann wieder zu mir zurück, wenn du im Besitz von allen drei Statuetten bist. Ich werde mich nach Kräften bemühen. Ja, oder auch nicht. Zeig mir deine Ware. Diese Sachen könnte ich mir auch kaufen, ne? Ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber warum nicht? Boah, ich könnte auch eigentlich mal Waffen verkaufen, ne? Soll ich mal Waffen verkaufen? Ich glaube, das sollte ich mal machen. Ein bisschen aufräumen, das Inventar. Das habe ich noch nicht einmal gemacht, Waffen verkauft. Hey Salah. Was kannst du mir darüber sagen? Ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich kann aus dem Schnaps einen sehr interessanten Trank brauen. Für den Trank brauche ich 10 Flaschen Ork-Schnaps und 300 Goldmünzen. Der Preis ist übrigens nur für dich so billig. Ja, und was mit dem ersten Trank? Hier sind die Zutaten. Du hast dich also endlich entschieden, es auszuprobieren. Gut, kommt morgen wieder. Ich war am Minental. Und? Wie ist die Situation dort? Die Minen sind alle erschöpft. Es gibt kaum mehr als ein paar Kisten voll Erz. Da lohnt sich der Abbau nicht mehr. Das darf nicht wahr sein. Dann bin ich ruiniert. Wie sieht's mit unserem Geschäft aus? Nun, was deine Belohnung angeht, hier ist der Ring. Was für ein Aquamarinring? Toll. Das ist ja toll. Raus aus meinem Bett! So, Trank fertig oder was? Ist mein Trank fertig? Ja, hier. Der Effekt kann etwas ungewöhnlich sein. Aber dafür hast du dich ja freiwillig entschieden. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, kann ich mitleben. 2 Geschick, 3 Mana weg. Gedacht. Okay, denke ich. Ist okay. So, dann können wir auch noch einmal zu Hagen. Aber ich gehe auch noch mal zu Galahad. Hey! Übrigens. Ja? Was kannst du mir anbieten? Hier, schau es dir mal an. Gut, warte kurz. Wegen der seltenen Bücher. Ja? Was kannst du mir anbieten? Hier, schau es dir mal an. Gut, warte kurz. Es scheint mir, dass du tatsächlich ein paar seltene Exemplare hast. Ich werde sie nehmen. Du bist dir sicher, dass du sie nicht mehr brauchst? Ja, weiß ich ja nicht. Weil du sagst mir ja nicht, welche das sind. Ja, nimm sie. Gut. Im Tausch werde ich deine Lebensenergie verbessern. Oh, okay. Oh, ja, diese Verzauberungen sind eigentlich uninteressant. Hey du! Ich habe Ringe von Paladin gefunden. Wo hast du diese her? Hast du etwa meine Männer angegriffen? Natürlich nicht. Was denkst du bloß von mir? Ich habe sie bei toten Kamanen von dir gefunden. Ich dachte, es wäre besser, wenn ich sie dir geben, als sie den Orks zu überlassen. Ja, hast du recht. Letztlich sind sie ein Zeichen dafür, dass ein Paladin sein Leben für den König und Innos gelassen hat. Bring mir alle, die du finden kannst. Dann werde ich wissen, wie viele meiner Brüder ich rächen muss. Hier hast du es. Ich danke dir. Dennoch möchte ich nicht wieder Ringe von dir bekommen. Verstanden? Alles klar. Bring mir alle, die du finden kannst. Aber ich möchte keine mehr bekommen, ja?
Also das würde ja eher Sinn machen, wenn er sagt, bring mir alle, die du finden kannst. Jedoch hoffe ich, dass du mir keine mehr bringen musst. Zack, Problem gelöst. Ich bringe dir Nachricht von Garond. Hier, diese Zeilen hat er mir mitgegeben. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Doch berichte du mir von der Situation im Minental. Die Paladiner haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Inos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier, und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Warte, ich möchte noch etwas mit dir besprechen. Dir sind sicherlich die Männer in schwarzen Gewändern aufgefallen, die die Straßen auf Korinnes unsicher machen. Nee. Die Menschen nennen sie dunkle Wanderer und vermutlich dienen sie Belial. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass ihr Hauptlager bei einem Turm nahe dem Hof von Urna ist. Ich denke nicht, dass sie etwas mit den Söldnern zu tun haben, aber dennoch ist die Lage ihres Lagers denkbar ungünstig. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich möchte, dass du dich um diese Einheit bei dem Turm kümmerst, bevor sie zu einem Problem werden. Diese Brut Belials sollte nicht offen in Korinnes herumlaufen können. Was? Wie genau soll ich das alles alleine bewerkstelligen? Jetzt übertreib mal nicht. Sicherlich, diese Gruppe ist sehr stark. Zu stark für einen Frontalangriff. Und meine Leute sind keine Gegner für sie. Außerdem könnte es dann gleich zu Problemen mit den Söldnern kommen. Unsere einzige Chance bleibt ein geheimer Angriff. Immer nur einen einzelnen von ihnen ausschalten und so das Lager Stück für Stück erobern. Du hast bewiesen, dass du diese Art von Kampf beherrschst, als du im Minental warst. Ja, jetzt übertreib mal nicht. Gut, ich schaue, was ich machen kann. Gut, du bist unsere einzige Hoffnung in dieser Angelegenheit. Jetzt geh und zerstöre diesen Hort des Bösens. Möge Inos mit dir sein. Jetzt übertreib mal nicht. Ach ja. Immer muss der Held übertreiben. Guck mal, was er jetzt schon alles hier krasses anhat. Heftiger Typ. So, dann gehen wir jetzt einmal zu Gonzalez und geben ihm sein Schwert. Das ist eine Quest, die schon seit Ewigkeiten überfällig ist. Geht eigentlich bei dir, Laris? Hey! Alles gut? Achso, wir können ja wirklich mit ihm sprechen. Gibt's was Neues? Das kann man wohl sagen. Die Paladiner haben Bennett, unseren Schmied, verhaftet. Nee. Wie ist das passiert? Bennett war in der Stadt, um Vorräte einzukaufen. Naja, er ist nicht zurückgekommen. Wenn du genaueres erfahren willst, frag am besten Hodges. Er war mit Bennett in der Stadt. Er gibt's ja nicht. Hast du was von Bennett gehört? Sie haben ihn anscheinend in die Kaserne gebracht und dort in den Kerker geschmissen. Wie können wir ihn da rausholen? Ich habe noch keine Idee. Ich komme nicht bis zu seiner Zelle, um mit ihm zu reden. Ich kann eigentlich nur die Ohren offen halten, aber hier erfährt man nichts. Also anstatt, dass er auf den Markt geht oder so, oder irgendwo in den Kasernennähe. Hey. Hey. Ich habe etwas für dich. Dann zeig mal her. Was genau hast du denn da? Ich denke, dir wird die Waffe gefallen. Unfassbar. Wo hast du sie gefunden? Von einem Paladin. Er hat sie als Kriegstrophäe aus Varant mitgebracht. Ein Paladin? Nun ja, das ist gut möglich. Ich denke, es macht dir nichts aus, wenn ich das Schwert behalte. Was ist mit meiner versprochenen Belohnung? Wie vereinbart. Hier hast du deine 1000 Goldstücke. Ich glaube, das wird ausreichen, um mich für deine Mühen zu belohnen. Erzähl mir etwas über Varant. Was gibt es da zu erzählen? Es ist eine Wüste. Überall ist heißer Sand und über einen die heiße Sonne. Die Hitze ist so stark, dass es eine unvorbereitete Person wahnsinnig machen kann. Aber über die Generationen haben wir Bewohner gelernt, damit umzugehen. Verstehe. Kannst du mir verraten, wie ich besser mit großer Hitze klarkomme? Ich weiß nicht, das sollte man schon von klein auf erlebt haben.
Aber ich kann dir ein paar Ratschläge geben, wie du mit einem Sonnenbrand oder der heißen Luft klarkommst. Du wirst natürlich etwas Erfahrung dafür brauchen und ich werde nicht nein zu einer Menge Gold sagen. Alter, 3000 willst du dafür? Ja, komm. Lehre mich, die Hitze zu ertragen. Mach keine unnötigen Bewegungen. Bewege dich so wenig wie möglich, teile dir deine Kräfte gut ein. Die Hitze kann dich mehr schwächen als ein Kampf mit einer Gruppe von Monstern. Ja, schön. Achso, hier. Kalef, wie viel Geld kriege ich jetzt eigentlich? Wie sieht's mit meiner Bezahlung aus? Natürlich, Kollege. Hauptsache. Warte mal. Was war da gerade noch? Für Rohsfleisch haben wir eigentlich. Wegen dem Fleisch. Alter. Ja, das machen wir aber nicht. Das behalte ich mal lieber fürs Kochen oder so. So, da gehe ich jetzt zu meinem Lieblingshändler. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram. Ja. Ja, einfach ja. So, dann hätte ich gerne noch das hier. So, das alles verkaufen. Zack. Man muss schon zuhören, wenn jemand einem was sagt. Ach so, wo ist eigentlich... Das habe ich ja die ganze Zeit. Guck mal, hier, ne? Sind wir die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Ist jetzt nicht so, dass der wichtig wäre, aber... Der ist eigentlich völlig offensichtlich. Habe ich nie gesehen. Na, willst du nochmal auf die Fresse? Wie sieht's aus? Willst du nochmal gegen mich antreten? Ja. Ich glaube, ich bin mittlerweile besser geworden. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Moment. Lass dir Zeit. Ich fang schon mal an. Das ist aber nicht fair. Das hast du verdient. Hä? Was macht er denn? Weißt du, er läuft hier auf einmal einfach hin? Los, Alrik, steh auf. Versuch das ja nicht nochmal. Mann, oh Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Hier sind deine 100 Goldstücke. Du hast sie dir verdient. Ja, schön. Guten Tag. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Mestor, besser bekannt als der Kannibale, ist auf dem Weg zu seinen unschuldigen Opfern. Ich hoffe, sie rächen sich an ihm in der nächsten Welt. Die Grausamkeit und der Blutdurst von den Kannibalen waren legendär. Ich bin froh, dass dieses Monster nicht mehr unter uns weilt. Ich hätte nicht gedacht, dass solch ein nobler Krieger wie du eine solch riskante Jagd antritt nur wegen Gold. Dennoch bin ich froh, dass du es getan hast und diese Bestie tot ist. Nimm dieses Gold als Belohnung. Was ist mit Bennett, dem Schmied? Du meinst den Söldner? Der sitzt im Knast, wo er hingehört. Kann ich mit ihm sprechen? Klar, geh einfach rein. Aber wenn du versuchst, ihm zur Flucht zu verhelfen, bist du dran. Okay. Aber ich glaube, ich gehe der Ganzheit halber. Na komm, nee. Ich dachte erst, wir können auch erst zum Hof gehen, aber scheiß drauf. Mal gucken, wo er da ist. Und ob Kanta jetzt hier raus ist? Das würde mich dann auch interessieren. Ha! Verdammt, was ist denn los? Lieber speichere ich mal nicht, dass ich gleich hier auf die Fresse bekomme, weil ich irgendwo dran gehe, wo ich nichts zu suchen habe. Da ist er doch. Hey, du! Nein!
Nicht du, Irrlicht. Was machst du hier im Knast? Die Schweine haben mich eingelocht. Ich soll einen Paladin ermordet haben. Aber ich war es nicht. Die wollen mir das in die Schuhe schieben. Wieso sollten sie das tun? Das weiß ich doch nicht. Du musst mich hier rausholen. Rede mit Lord Hagen. Reiß die Wand ein. Egal, mach irgendwas. Wer ist ermordet worden? Was weiß ich? Einer der Paladine. Ich kenne die nicht. Hast du einen Namen? Lothar oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Frag am besten Lord Hagen. Der kennt alle Einzelheiten. Haben Sie Beweise gegen dich? Sie sagen, Sie haben einen Zeugen, der mich erkannt hat. Weißt du, wer der Zeuge ist? Nein, ich weiß nur, dass er lügt. Wer führt die Untersuchungen durch? Lord Hagen selbst. Da der Ermordete ein Paladin ist, fällt der Fall unter das Kriegsrecht. Was heißt das? Ganz einfach, wenn ich nicht rauskomme, werden die mich ohne viel Federlesens aufknüpfen. Du musst mir helfen, sonst wird es einen Krieg geben. Lee wird das nicht auf sich beruhen lassen. Was das heißt, kannst du dir ja denken. Das ist wahr. Ich weiß nicht, warum Kanta tot ist, ne? Aber Kanta ist anscheinend tot. Ich weiß nicht, warum. Ich muss mit dir über Bennett reden. Das ist doch dieser Söldner, der einen meiner Männer ermordet hat. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius, der Sekretär des Statthalters, hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Denn ich bin Batman. Oh, so einfach geht das. So einfach geht das. Hier steht nichts Interessantes. Oh, falsches Buch. Hä? Ermächtigung schreiben? Tagebuch. Ahnung für Dexter? Kürzlich war einer unserer Männer in der Stadt und hat einen Mann in einer Rüstung aus Varant im Hafen erkannt. Scheinbar hat er mit Gold um sich geworfen. Wir haben uns daher entschieden, ihn auszurauben, und zwar in der Nähe der Stadt. Reisende aus Varant haben oft wertvolle Dinge bei sich. Aber nicht so bei ihm. Er hat sich ein Schwert von unseren Jungs geschnappt und mit zwei Waffen gleichzeitig gekämpft. So etwas habe ich noch nie gesehen, Dexter. Falls du diesen Mann triffst, kämpfe nicht im Nahkampf mit ihm. Es wäre Selbstmord. Es ist viel zu gefährlich. Das ist alles. Wir warten auf die nächste Lieferung von dir, Nestor. Ach so, vielleicht kann ich ja jetzt mit Gonzales sprechen und er kann mir den Kampf mit zwei Klingen beibringen. Ja. Wenn Larios so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man immer hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich nur Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 20.000 Goldmünzen geboten, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt, die Söldner haben es eh verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, würde hier alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldmünzen werden mir einen ruhigen Lebensabend garantieren. Es ist soweit. Sie haben einen dieser Söldner geschnappt. Es sollte ein Kinderspiel sein, mein Wort zu halten. So ein Schuft. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich,
dass der gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Warte, ich möchte noch etwas mit dir besprechen. Was? Ich möchte noch einmal die Ermordung von Lothar besprechen. Aber wir haben doch schon alles geklärt. Ja, ich weiß jetzt, dass der Schmied von Onan Lothar nicht getötet hat. Aber ich weiß immer noch nicht, wer es getan hat. Deswegen möchte ich dir diese Aufgabe übertragen. Finde heraus, wer Lothar ermordet hat. Könnte das nicht auch jemand anderes übernehmen? Wieso? Du hast bereits bewiesen, dass du gut ermitteln kannst und meine Männer sind so auffällig. Außerdem ist es das eine Frage der Ehre. Es geht schließlich um einen Paladin. Ich kann das nicht einfach so hinnehmen. Wir müssen den Mörder finden und ihn öffentlich hinrichten lassen. Damit die Bevölkerung merkt, dass wir einen Mord an einem Paladin und Diener Innos nicht einfach so hinnehmen. Das ist sehr wichtig für den ganzen Orden, aber auch für mich persönlich. Du wirst sehr gut belohnt werden. Ja, ganz ehrlich, am liebsten würde ich mittlerweile einfach ablehnen, weil es einfach zu viele Quests werden. Aber dass ihn das jetzt interessiert, macht schon Sinn. Nur, was ich nicht verstehe, im Buch, Tagebuch steht doch, das war einer der Kapuzenmänteln. Will er jetzt einen Suchenden aufhängen in der Stadt oder was? Gut, ich helfe euch. Aber ich brauche mehr Informationen. Einverstanden. Ich werde dir alles erzählen, was ich weiß. Dann leg mal los. Kurz bevor es zur Ermordung gekommen ist, sind zwei Söldner in der Stadt angekommen. Laut ihnen wollten sie bloß Werkzeug kaufen, daher hat mich das nicht wirklich interessiert. Wer waren die beiden? Der eine war der Schmied Bennett. Der andere ist mir unbekannt. Er hat es wohl auch geschafft, den Männern von Lord André zu entwischen. Das ist nicht gerade viel. Wie sieht es am Tatort aus? Wir haben Lothars Körper direkt vor dem Tor zur Stadt gefunden. Also dem Südausgang. Was hat er dort gemacht? Um die Zeit des Angriffs geht Lothar einmal alle Posten der Miliz ab. Vermutlich hat ihn der Angreifer dort abgepasst. Aber das alles ist merkwürdig. Es gab dort keine Kampfspuren. Lothar war der beste Kämpfer unter meinem Kommando. Er hätte sich sicherlich gewehrt. Ich frage mich, wer es schaffen konnte, einen Paladin zu töten, ohne mit ihm kämpfen zu müssen. Das frage ich mich auch. Aber du wirst die Antwort darauf selbst finden müssen. Gut. Dann ich werde mich umschauen. Ich meine, Lobert hat doch was gesehen. Er hat ja gesagt, ein Stadtbewohner wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Vielleicht ist er eher mein Anhaltspunkt. Ja. Aber erstmal gehen wir zu Gonfale. Lothars Mörder, Silberring. Yeah! Ich habe einen Ring gefunden, der wohl dem Paladin Lothar gehört hat. Zumindest steht sein Name daran. Vermutlich ist der Lothar vom Finger gerutscht, als er angegriffen wurde und dann unter die Brücke gerollt. Also es ist kein Wunder, dass die anderen Paladine ihn nicht gefunden haben. Sie haben wieder mal nicht gut genug gesucht. Aber etwas stimmt mit dem Ring nicht. Er sieht aus wie ein normaler Silberring, aber er leuchtet magisch. Ich denke, ich sollte mit einem Magier darüber reden. Vielleicht kann mir Vatras weiterhelfen. Ja. Aber am geilsten ist, dass er in sein Tagebuch schreibt, yeah. Morkan. So, Gonzalez. Ich habe gehört, du wurdest von Banditen außerhalb der Stadt angegriffen. Das stimmt, aber was hat das mit dir zu tun, Fremder? Die Leute waren beeindruckt, wie du gekämpft hast. Ja, zwei Banditen sind gleichzeitig durch meine Hand gestorben. Könntest du mir beibringen, so zu kämpfen? Ich sehe keinen Grund, wieso ich es nicht machen sollte. Aber ich werde dich nicht umsonst unterrichten. Ich muss dich jedoch warnen, diese Fähigkeit zu meistern erfordert sehr viel Erfahrung und Können. Außerdem muss man sehr hartnäckig dafür sein. Ich verstehe. Ja, wir gucken uns das mal an. Du wirst eine Menge Geschicklichkeit brauchen, um zwei Klingen gleichzeitig zu führen. Aber desto mehr du übst, desto besser wirst du werden. Desto mehr Ausdauer und Stärke du hast, desto mehr Schaden wirst du verursachen. Da ich dich trainiert habe, kannst du meine alten Waffen haben. Für einen Anfänger wird es leichter sein, damit zu kämpfen, als mit langen Waffen. Das ist alles, was du wissen musst. Moment mal, das skaliert mit Stärke? Wo
Wo sind denn... Wieso kann ich das nicht tragen? Habe ich eigentlich leichter Stahl her? Ist ja auch keine schlechte Waffe. Das ist mir nicht möglich. Ah, da fehlt mir noch Geschick. Habe ich die eine aus Versehen verkauft oder was? Bei dem anderen Typen? Nee, hier. Hier ist die andere. Also, das ist langsamer. Also, ich kann gar nicht mehr... Guck mal, das ist die schnellste Kombination, die ich machen kann. Im Verhältnis hierzu. Jetzt ist nur die Frage, ob das sehr viel mehr Schaden macht. Das müsste man natürlich ausprobieren. Aber irgendwie bin ich jetzt nicht so überzeugt. Also ich bin wirklich nicht so überzeugt. Ich kämpfe mal gegen Paladin. Da vorne. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich noch eine bessere Waffe finden sollte, die auf Doppel, also die den Kampf mit zwei Klingen voraussetzt, aber ich denke mal nicht. Ich sehe da keinen Sinn drin, aktuell. Ja, dann können wir in der nächsten Folge weitermachen mit den ganzen Quests in Corinus. Es gibt ja einiges zu tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss.